Die Frage, ob Kit wirklich besser ist als Sandy, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn Sandy ist ein Brawler, der gut ist in Juwelenjagd, Brawl Ball oder Hot Zone, während Kit ein Brawler ist, der gut ist in Kopfgeldjagd, Solo Showdown oder Knockout. Das sind halt komplett verschiedene Modi. Und deshalb ist es auch vollkommen normal, dass es verschiedene Meinungen gibt, wer jetzt insgesamt höher ist. Ich habe jetzt einfach Sandy höher gepackt, weil Sandy schon länger im Spiel ist und insgesamt immer sehr stark war, während Kit halt nur einmal ganz kurz OP war und halt immer weiter runtergenervt wurde bis zum jetzigen Stand, aber immer noch sehr stark ist. Deshalb ist Sandy über Kit.